Ja, die steckt vielen noch in den Knochen. Viele erinnern sich ganz genau an diese Tage, an diese Wochen voller Unsicherheit. Wir sprechen mit Sandra Navidi von Beyond Global, die damals mit Nouriel Roubini, dem Wirtschaftsexperten, zusammengearbeitet hat, der ja sehr früh schon vor diesen Risiken gewarnt hat und von vielen nicht ernst genommen worden ist. So ergeht es ja oft denjenigen, die früh schon die Risiken erkennen, sehen und darauf hinweisen. Wie hast du diese Krise noch sozusagen in den Knochen? Was hast du damals erlebt? Also wir an der Wall Street, wir haben es eigentlich schon ein Jahr vorher gemerkt. Das war zwar noch ein bisschen diffus, aber dass sich da etwas zusammenbraut von fundamentaler Größe, von existenzieller Bedeutung, das haben wir schon gespürt, weil hier und da immer mal ein Hedgefonds hochgekocht ist, der implodiert ist. Und das ist auch mein Hintergrund, sind die strukturierte Finanzen mit hochverzinslichen Anleihen. Also ich hatte auch ein Gefühl, dass da was Großes kommt. Und mit Lehman ist diese Blase dann geplatzt und dann, ja, dann brach die Hölle los. Ja, und dann hörte man eben hinter den Kulissen, Sie können sich nicht vorstellen, was hier gerade los ist hinter den Kulissen. Und ein Satz fiel auch, ich werde es nie vergessen, von einem Bankchef, der sagte, wir haben einfach auch unterschätzt, wie global wir verflochten miteinander sind. Hat man das wirklich unterschätzt oder wollte man das einfach sozusagen unter dem Radar halten? Wahrscheinlich beides. Ich habe damals mit Nouriel Roubini auch mit vielen Bank-CEOs gesprochen. Wir haben Geithner gesehen, zum Beispiel bei der Federal Reserve. Der hat nachher ein Buch rausgegeben, wo er geschrieben hat, dass er so in seiner eigenen intellektuellen Blase drin war, dass er auch vieles gar nicht gewusst hat. Zum Beispiel die großen Verluste, die sich bei der Citigroup formiert haben, weil das in außerbilanziellen Vehikeln zum Teil stattgefunden hat. Also da waren ganz große, viele blinde Flecken von Sachen, die die Menschen nicht wahrgenommen haben. Aber ich weiß nicht, ob das heute so fundamental anders wäre. Das ist eine interessante Frage. Wir haben heute natürlich im Verlauf des Tages immer wieder auch mit Wirtschaftsexperten gesprochen, die alle sagen, wir müssen aufpassen auf die Größe der Banken jetzt. Empfindest du das auch so? Ja, also einmal die Größe der Banken ist ein ganz großes Problem. Die sind zu groß, als dass man sie überhaupt noch effektiv managen kann, geschweige denn, dass man sie pleite gehen lassen könnte. Und was auch passiert ist, man hat die Banken im Nachgang der Krise ja stärker reguliert, wobei Trump wieder einiges rückabgewickelt hat, aber trotzdem sind noch stärker reguliert. Aber viele Businessbereiche sind dann abgewandert zu den Schattenbanken. Und Schattenbanken, das sind alle Finanzinstitute, die keine Banklizenz besitzen. Dazu gehören auch die größten wie BlackRock, Vanguard, State Street. Und die sind so unfassbar groß und in so vielen Bereichen tätig und auch wieder in einer Rückkopplungsschleife mit den Banken sehr eng verwoben, dass wenn da etwas aus dem Ruder laufen würde, das wäre noch eine größere Katastrophe. Und das Problem ist, dass man nie so ein Gesamtbild über die ganzen Risiken haben kann. Das heißt, wir sind weiterhin mit der Problematik konfrontiert, wie Regulierung in der Finanzbranche eigentlich effektiv stattfinden kann. Ja, das ist kein Kampf, der gewonnen werden kann, sondern der immer weiter gekämpft werden muss, weil ich habe damals Banken und Finanzdienstleister beraten. Ich weiß, wie das funktioniert. Man ist immer einen Schritt voraus. Man strukturiert immer am Gesetz so nah wie möglich vorbei, um möglichst viel rauszuholen für den Kunden, also die Banken. Es ist also alles legal, aber bis dann die Regulierer hinterherkommen, die Behörden, um überhaupt zu verstehen, was die Finanzdienstleister da machen und das dann einschränken. Dafür geht so viel Zeit. Und eine Gefahr ist auch, weil alles so komplex ist und so viel im Wandel sich befindet, wenn man ein zu striktes Gesetzeskonzept strickt, dann kann das wieder eigene Risiken bewirken. Also eine gewisse Dynamik zu belassen, ist schon auch wichtig. Und natürlich, die besten Gesetze helfen nichts, wenn die Aufsicht nicht effektiv ist. Das haben wir gesehen bei der Silicon Valley Bank. Wir sind weiterhin konfrontiert mit diesem Spruch, too big to fail. Wie würde man heute mit Lehman umgehen? Sandra Navidi, vielen Dank Sehr gerne. für den Besuch im Studio und für die Einsichten damals. Sandra Navidi von Beyond Global.